Willkommen, liebe Leute, zu Let's Play Super Mario Maker Online. Ja, nachdem ich jetzt nun schon das normale Game durchgezockt habe, kommt jetzt der Online-Mode und der, wie versprochen, mit Facecam. Ja, vielleicht ganz kurz gesagt, in dem Online-Mode werde ich eure Level spielen, die ihr mir zuschicken könnt. Und als erstes möchte ich euch jetzt erstmal erklären, wie das funktioniert, dass ihr mir eure Level zusendet. Und zwar bitte die Level-ID nicht einfach in die Videobeschreibung schreiben oder so, sondern ich habe ein Formular erstellt. Dieses ist in der Videobeschreibung. Und ihr benutzt bitte dieses Formular, um mir eure Level zu schicken. Das heißt auf Deutsch, ihr füllt bitte dieses Formular aus, das ist nur Name und dann halt die Level, Vorname, Rest, Willkommen, also zum Beispiel, was weiß ich was, Max Mustermann, Max würde reißen und dann zum Beispiel, hi, Gamercouch, hier sind mein Level so und so und dann sind da einfach die Level-IDs notiert. Bitte schickt mir aus organisatorischen Gründen nicht mehr als 3 Level auf einmal. Ne, wenn ihr zum Beispiel, was ist was, irgendwie 10 Level habt oder so, dann schickt sie mir einfach 3, ein weiteres Formular mit 3 und noch ein Formular mit 3. Sollte, denke ich, ja passen, dürfte nicht so das Problem sein. Ja, und dann geht's damit ab dem nächsten Part auch so los. Ne, dann spiele ich eure Level. Darauf könnt ihr euch definitiv schon mal freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem System habt, stellt mir die Fragen gerne in die Videobeschreibung. Seid ganz offen. Ich werde diese gerne beantworten. Und ja, schickt ihr bitte eure Level. Level. Denn im nächsten Part geht es dann mit euren Level nämlich so los. Und die brauche ich, wie gesagt. Wie das geht, habe ich schon gesagt. In der Videobeschreibung. Und das ist ab jetzt bei jedem Video drin. Also bei jedem Super Mario Maker Part findet ihr den Link zu dem Formular in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr immer mal wieder neue Level schicken. Es kann auch sein, dass ich mal so Events quasi eröffnet, sprich, dass ihr mir zum Beispiel Level zu einem bestimmten Thema bauen könnt, zum Beispiel irgendwie Level zum Thema, was das ist, was Splatoon oder so, wenn Splatoon 2 erscheint, da gibt es ja auch eine coole Sache, Splatoon Amiibos oder so, also ich werde auch ein paar Themen vielleicht in Zukunft mal öffnen, zu denen ich ganz gern Level haben würde und dann seid ihr erstmal eine Community gefragt und könnt ihr erstellen. Jetzt ist es mir erstmal recht egal, einfach, ihr sucht aus irgendwelchen coolen Level aus, wo ihr sagt, ach, ich würde ganz gern, dass der Gamer Calls diese Level spielt in seinen Mario Maker Online Let's Play. Schickt ihr mit die, wie gesagt, bitte nur 3 auf einmal. Und dann spiele ich die, gerne im nächsten Part. Ich werde mir diese random auslosen, aber ich probiere möglichst viele dran zu nehmen. Und genau aus dem Grund, bitte nicht mehr als 3 Level pro Anfrage. Dies sollte, denke ich mal, drin sein. Ja, und vielleicht noch eine Sache. Es wird da 3 Felder geben. Name und Level-ID, das ist Pflicht. Und ein weiteres Feld, das ist optional. Da steht dann irgendwie sowas wie Infos oder so. Da könnt ihr Informationen zu Level hinschreiben. Zum Beispiel, dass es irgendwie schwierige Stelle gibt. Also nicht Spoiler unbedingt. Das könnt ihr von mir aus machen. Ist mir recht egal, wenn ich Spoiler reinbauen wollt in den Text. Das müsst ihr nicht, aber ihr könnt ja gerne auch, zum Beispiel, wenn es da jetzt irgendwas gibt, was ich beachten muss, zum Beispiel, nehmen nicht den ersten, sondern den dritten Fragezeichenblock, weil da ein besonderes Item drin ist oder sowas. Weiß der Geier was? Das könnt ihr einfach bei Info oder so ähnlich wie das heißen reinschreiben. Da müsst ihr aber nichts reinschreiben. Schaut euch das Formular einfach mal an. Es ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Aber bitte erst zum Ende des Partes. So, jetzt habe ich schon, oh mein Gott, 5 Minuten einfach nur verplempert fast hier, um die Sache zu klären. Aber ich denke mal, es sollte klar sein. Wie gesagt, ab nächsten Part fangen wir an mit eurem Level. Ich bin gespannt auf eure Zusendungen. So, jetzt fangen wir aber schon an. Und zwar, einmal seht ihr die 100. Mario-Herausforderung. Level suchen und Baumeister suchen. Heute erkläre ich also erst, wie das allgemein aufgebaut ist. Und dann werde ich euch zeigen, wie man Level sucht und euch die Event-Level zeigen. So, da fällt mir aber gerade was ein. So,
Und ich habe nämlich gerade zum Mann geredet. Im nächsten Part werde ich mit den 100 Mario-Herausforderungen anfangen. Und die zählen Stamps offiziell zu unserem Online-Let's Play. Und mit diesen nach Mario-Herausforderungen, die tun wir zuerst meistern. Und dann, sorry dafür, und dann geht's mit euren Community-Level los. Ihr könnt mir aber diese jetzt trotzdem so massacken, weil ich mir das mal besser raussuche und so weiter. Also, Community-Level. Könnt ihr mir ab jetzt in den Formular sicken, aber in den nächsten paar Parten machen erstmal die 100 Mario Herausforderung, nur damit ihr das so mal wisst, okay? So, sehr schön. Also, hier sind wir, wie gesagt, im Menü. Ich bin, für die, die es wissen wollen, wenn wir wieder zum Hauptmenü gesehen zurückgehen, ist aber, denke ich mal, denkbar einfach, ne? Ich bin hier auf Spielen gegangen und dann auf Level aus aller Welt. Und schon ist man da. Also das ist, denke ich mal, nicht wirklich kompliziert. So, hier haben wir einmal die 100 Mario-Herausforderungen. Ne? Ja, das ist im Prinzip sowas wie, ja, 10 Mario-Herausforderungen, nur dass sie 100 sind. Ne? Wenn du die 100 Mario-Herausforderungen abschließt, kannst du dich Bull spielen, wo die schwierig und sehr schwierig freischalten. Blablablub. Ist aber sonst dasselbe. Ne? Bewältige mit 100 Marios 8 Level von Baumeistern aus aller Welt. Die Level sind bei jedem Versuch anders. Und ja, man hat 200 Marios, aber die 8 Level haben es vermutlich in sich. Und damit geht es, wie gesagt, im... Heute was eigentlich so los. Muss ich gleich mal schauen, wie ich das mache. So, dann haben wir Level suchen. Das ist der nächste Reiter. Da kann man einmal... Ja, gibt's hier, wie gesagt, bei beliebt, jetzt bin ich aus Versehen, hab mich verklickt, bei beliebt, das ist klar, da sind die Level, die jetzt aktuell beliebt sind, da werde ich, also ich werde nicht immer Parte machen, wo es eure Level spielt, sehr häufig, aber ich mache vielleicht mal auch Parte, wo ich selbst nach Leveln suchen, dann schaue ich hier nach Leveln, die beliebt sind und spiele die zum Beispiel. Oder es widme mich der Sternrangliste, das sind aktuell die Spiele, quasi die Charts, wenn man so sehen möchte. Platz 1 bis 100 oder so gibt es. Auch da wird es ab und zu mal was spielen. Neue Level, da gibt es Level, ja, die einfach neu sind. Frisch hochgeladen. So ist was ihr seht schon. Null Versuche und alles, die sind brandneu. Und dann haben wir noch Lesezeichen, das ist eine Funktion, die ich auch aber so nutzen werde. Denn man kann über die Nintendo Homepage das Level anschauen und dann sie so Lesezeichenliste hinzufügen. Und dann erscheinen die einfach hier. Also das sind Level, die ich mir schon mal rausgesucht habe, die ich auch irgendwann mal spielen werde. Also da mache ich so meine eigene Liste, von denen ich die Level ab und zu mal spielen werde. Hier haben wir ein Beispiel des Splatoon Level. Da werde ich jetzt, wenn die Splatoon 2 Open Test Fire ansteht, darauf nochmal zurückkommen. Ne, solche Geschichten. Dann haben wir suchen. Wenn man hier drauf klickt, kommt man eben zu dieser Lesezeichen-Geschichte, die ich gerade erklärt habe, Super Mario Maker Bookmark. Das ruft es immer von meinem Computer ab, aber hier sieht man eben allerhand an Leveln. Und sagen wir uns, gefällt es jetzt. Uns gefällt jetzt dieses Level hier zum Beispiel, Break Blocks, Things Up Here. Dann können wir Lesezeichen hinklicken, müssen mich halt anmelden, weil ich bin jetzt angemeldet, da kann man erst ein Lesezeichen hinzufügen. So funktioniert, wenn wir auf Spielen klicken, dann tut das ein Super Mario Maker schon direkt öffnen und man kann das spielen. Ne, das ist schon, wie ihr sehen könnt, recht vorteilhaft. Den Level hier widmen wir uns jetzt auch mal geschwind. So, das sieht ja nicht easy aus. Ne, die ist nur mal. So, am Rande. Damit ich es auch zeige. So. Ja, was haben wir hier noch für Funktionen?
Wir haben eigentlich gar nicht mal so viel, was noch nicht gesagt wurde. Jetzt sind wir wieder im Internetbrowser drin. Ja, das war die Bookmark-Geschichte. Auch auf die werde ich sicherlich nochmal zurückkommen. Beziehungsweise eure Level, die werde ich natürlich nicht erst in den Paten ID eingeben, bla bla blub, sondern werde mir die ID im Vorhinein, wenn ich mich auf den Part vorbereite, raussuchen, eingeben und dann im Bookmark speichern. Als andere wird keinen Sinn machen. Ja, und dann haben wir noch Baumeister suchen, last but not least. Und hier kann man eben die aktuell gehypten Baumeister sehen und die Seetsu. Nintendo ist eine japanische Firma. Nicht umsonst tun die Japaner die ersten 6 Plätze aktuell einnehmen. So, bei Favoriten kann man Favoriten speichern. Angenommen, ich sehe jetzt irgendeinen Baumeister. Ach, der hat ja 5 richtig super geile Level. Und ich finde den richtig cool im Baumeister. Da kann ich den speichern. Und offizielle Baumeister, das sind die von Nintendo. Die Level entwickeln, da haben wir Masiku, das ist glaube ich die, die hat mal so View-Seiten, als wir 3DS-Ableger von Super Mario Maker noch nicht draußen war, gab es mal so Super Mario Maker Online-Seminare, sprich, da konnte man online einfach Tipps und so weiter über Super Mario Maker erfahren, das hat diese Dame hier gemacht und jetzt in Super Mario Maker für 3DS macht die das, wie heißt das, Intro am Anfang, also wo das alles erklärt wird, wie das funktioniert in dem Spiel, das Namen ich gerade vergessen habe, zusammen mit der Taube Yamaura. Dann haben wir eben noch Bowser, der Spiele, der Level erstellt hat, Hund, einfallsreichster Name, diese Taube, Spicer, Robot, Radierer, Frost und Cities. Auch das werden wir uns nochmal anschauen. So, was haben wir noch Zeit? Auch nicht mal so viel. Die Zeit, die wir jetzt noch haben. Warte, hier haben wir noch ein Totem. Jetzt bald mal draufklicken. Das sind diese sogenannten Event-Level. Und diese Level tun jeden Tag ändern. Also jeden Tag haben wir ein paar Level, die Event-Level sind. Ne? Glaube es. Kann sein, dass es nicht stimmt, aber ich glaube, das ist so wahr. Oder ab und zu ändern die und dann kann man die eben spielen. Das hier zum Beispiel Twilight Princess HD. Das hat es von Namen mal recht anspruchsvoll und interessant aus. Sieht es auch aus. Und ja, vielleicht spielen wir das irgendwann mal. Das sind wie gesagt offizielle Level, die haben Nintendo gemacht. Deshalb sind das auch diese sogenannten Event-Level. Auch da werden wir nochmal drauf zukommen. Ja, das ist der ganze Spielmodi und wie gesagt, mit den 100 Mario Herausforderungen geht es im nächsten Part los. Ja, also der Part war ja Theorie als Praxis, ich sehe schon. Ja, aber das soll es auch mal geben, vor allem zum Start von einem neuen Projekt kann man das ja mal ruhig machen. Wenn man hier auf Minus geht, ganz kurz, kann man seinen eigenen Level spielen. Damit ich heute wenigstens irgendwas gespielt habe. Werde ich meine eigens erstellten Level mal geschwind euch zeigen. Und hier kann man auch sehen, danke an meine Community, die ganzen Level zum Teil einfach schon geliked haben, beziehungsweise an denen, die ist einfach. Ja, danke schon mal dafür. Ja, und hier bei Stan Level sieht man die Level, die man selbst schon gespielt hat. Ich selbst hatte ja mal vor ein paar Wochen ein Super Mario Maker Wissen im Stream gehabt. Und da habe ich hier von Kuridaro und Ellie schon mal 2 Level gespielt gehabt. Ihr könnt mir auch gerne Level zuschicken, speziell die beide, weil ihr so gern wollt. Ne? Link zu dem Dokument in der Beschreibung. So, ja, welche Level habe ich denn schon hochgeladen? Dann zeige ich euch die in dem Part. Was stelle ich euch die vor? Das erste ist schon verfolgt den Level 1. Das war das allererste Level, was ich wirklich zum Release-Tag von Super Mario Maker erstellt habe. Da seht ihr auch die ID angemeldet, eingeblendet. Das ist nicht wirklich das einfallsreichste Level. Es gibt dazu. Ich schaue euch das an. Das ist easy going. Ach Gott, dammit. Alles klar. Sorry dafür. Also, und ich sagte, was ist easy going. Im Normalfall, das wird das lustig, ey. Sollte das easy going sein.
wie gesagt, das allererste Level, was es zum Release von darauf falle ich immer rein. Von Super Mario Maker erstellt hatte, ist jetzt nicht wirklich spektakulär, das Level. Aber sei es drum. Erstes Level, Fall des Bienenwald, wie gesagt, ID war eingeblendet. Ja. Ne, 72% Abschlussrate. Okay. Weltrekord 12 Sekunden. Das ist sehr schön. So, harmlose Gumbas ist das nächste von mir, was es hochgeladen hatte. Das hat, ja, 22 Sekunden der Weltrekord. 44% haben das wiederum nur geschafft. Ganz interessant, so was so. Ups. Falsche Taste. Ich habe auf Spice angeklickt. Ganz interessant, so was irgendwie zu sehen tatsächlich. So, probieren wir jetzt das genau. Spielen, das war das zweite Level, was hochgeladen habe. Auch da sieht man jetzt die Level-ID. So. Das ist alles, wie gesagt, Kinder, Pirle, Fans, easy going. Alles klar. Wohlgemerkt, ich habe die jetzt so ein halbes Jahr oder so nicht mehr gespielt. Die Level also ist quasi blind für mich, aber trotzdem. Und ich mache den dummen Fehler einfach schon wieder. Und daran verrecken, glaube ich, einige. Deshalb nur die 42%. Aber ich habe so eine Idee, wie ich den Kacke jetzt hier das bringe. Ja, yeah, hier kommen schon die bösen Raketen. Jetzt müssen wir uns ducken. Das ist eigentlich recht einfach. Das reicht sogar gemacht, wenn ich ehrlich bin. Bam it! Nein. Nein! Ich vergaß! Da bist du Level auch so fies. So. Also. Probiert das, wie gesagt, gerne mal zu spielen. Es ist ganz lustig. Die Level-ID dazu war ja. Wurde ja eingeblendet. Ich glaube mir einfach nur durch. Rant. Dürfte das Level. Kein so großes. Oh Gott, damit, das war wichtig. Nee. Okay, ich dachte gerade, das wäre wichtig gewesen. So. Ja, geil. Was war nochmal hier mit? Ich habe gerade keinen Pfeil mehr. Achso, die gehen alle runter, sehr schön. Ah ja, kein Ziel. Wenn man den halt rechtzeitig knappen lässt, dann passt das. So, auch das Level gesaugt. Zwei, weil ich gerade übersteuert habe. Ich musste eine Katze gebannt nach vorne schauen. Ja, das war wie gesagt das zweite von mir hochgeladene Level. Weltrekord, wie gesagt, der Thema 22 Sekunden. Sehr interessant zu wissen. Das war natürlich ein Bomben-Level. Spiel eher als hochladen. Ihr seht schon, ich habe nicht viel hochgeladen. Ja, Bowser's King hatten wir hier mal. 45% Abschlussrate. Weltrekord bei Kuridaro. Sehr schön. 11 Sekunden. Okay. Schauen wir uns einfach mal an. Bowser ist der King. Ja, auch dies war ein Level von mir. Level-ID war eingeblendet. Damit. So, das erinnert mich jetzt irgendwie gar nicht mehr. Bis auf, ah ja, das hier doch irgendwie halt. Das war, ist alles gerade geplant so. So, bis auf, dass wir uns hier durchschleudern sollten. Oh nee. Ja, eigentlich, oh ja. Ja, wenn man weiß, wo der Pilz, er wird ja, wo der Stern ist, ist auch dieses Level nicht so schwer. Es hatte das sein eigenes halt, auch wenn es sein eigenes Level ist, das angezeigt wird, weil das wäre doch ein Rest interessant zu wissen, wie viel Zeit wir dafür gebraucht haben. Ja, das letzte, was ich hochgeladen habe, ist Festung des Gumpa-Turms. Auch dies zeige ich euch nochmal geschwind. Dum, dum, dum. Ja, das ist schon, ich habe es mir da die Fakten nicht, aber ich sehe schon. Ja, ganz geil. Das am Anfang halt.
Das ist schon deutlich schwieriger. Verhältnisgemäß. Dies könnte ich so als mein eigenes Boss-Level durchgehen lassen. Scheiße. Damn it! Alles klar. Das ist ja gar nicht mal so einfach, wenn ich ehrlich bin. Ich probiere jetzt mal wirklich das kleine Stepke. Ich glaube, da gab es irgendwas Interessantes dort hinten als Item. Also, was man definitiv doch als kleiner Typ Bub hier. Yep. Ah ja, ganz toll. Ich dachte, das Item bringt einen zum Fliegen. Ich weiß ihn gar nicht mehr, weil es lange her war, aber ich dachte, das wäre immer so ein Flieger-Item. Da nehme ich das den Pilz doch liebend gerne an. Oh ne, falls wieder nicht da war. Ich muss schauen, wie es irgendwie an Ketten und vorbeikommen. Aber das Dank ist mal recht easy. Halt, stopp. Okay, jetzt habe ich das kleine Stepke zum Meister. Was kann passieren? Dafür haben wir immer noch hier das. Was mache ich denn gerade eigentlich hier? Alles klar, ich müsste Level schaffen. Und zwar schnell, sonst ist er echt peinlich. So. Ah nee, diese Hammerbrüder, die sind ja ätzend. Ah, ich glaube, ich habe die Idee. Ich glaube. Tricky, tricky, wie der Tee ist, habe ich hier irgendwo was versteckt, oder? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Kann der Gumpa, können die nicht mal alle hier weggehen? So. Ja, die können ruhig aus dem Spiel rausgehen, das ist sehr schön. Was bringe ich denn jetzt hier eigentlich gerade zu kurz, ey? Sabalot. An so einer behinderten Stelle fail ist jetzt, das kann nicht sein. Ach, das wird noch lustig, die Super Mario Maker Party. Ihr seht das schon, ihr seht das schon. Nein. Ja, Entertainment hoch 10. Ah nein, das rutscht denn rein. Dann wird das Level an, das kann ich einfach gar nicht mehr erinnern. Ihr seht schon, ich habe vielleicht Probleme noch. Da gab es irgendein Secret, weil er sonst, glaube ich, auch. Was mache ich davon? Das ist scheiße. Nicht einfach zum Lösen war, aber wie gesagt, das weiß ich nicht mehr wirklich. Nein! 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 Ja, also man muss als diese Propeller-Mensch, weil da wird man zugleich groß gemacht. Quasi ein Dreier-Item. Mehr oder weniger. Und ich muss mich absichtlich jetzt wirklich treffen lassen. Weil ich sonst nicht. Doch, es kommt sonst schon zu den Propeller-Itemen. Was rede ich hier denn? Ah, schon wieder diese Dummheitsfehler. Ich denke, ich habe darüber so fliegen, dann habe ich das nicht. Das ist typisch ist. Man merkt, dass es aktuell abends ist. Das mehr sage ich nichts dazu. Hallo? Ich hab doch mich hab A gedrückt. Alles klar. Jetzt fängt das heißt wieder an, nicht zu reagieren. Halleluja, du wolltest gehen, ich auch noch mein eigenes Level. Peinlich, ich denn das. Und was mache ich jetzt schon wieder? Es kann nicht sein. Ich nehme jetzt erst vor, die Zeit Level zu schaffen. Ich möchte nicht den ganzen Part jetzt wegen so ein Kack in die Länge ziehen. So. Und ja, sowas wird es hier in Zukunft oft da geben. Ne, gerade. Mann! Gerade durch Super Mario Maker. Und es kann nicht sein, dass das jetzt wieder so ein derben. Der haben Hit hier an Stelle ist dauer. So, ich habe erst schon Ideen, wie ich das Ganze jetzt.
anstellen und das war sehr kacke. Was? Was ist das? Mann. Das fällt bei von mir eigentlich das Geld in Level. Und das mir aber nicht mehr erinnere. Ja, bestimmt hörst du jetzt total für den Kommentar. Ist das, wenn ich heiße? Dass ich heiße bin? Ich weiß. So, das bin ich auch. Ich bin heiße. Jetzt wisst ihr es. So. Also, wir nehmen den Pulse hier mit. Ja, ne, wie gesagt, das Geld mit Level ist. Nehme ich die Challenge an, auch wenn ihr seht, auch wenn ich das jetzt unter Umständen nicht. Mann, wieso falle ich da immer in die Lava? Ich kapiere es nicht. Jetzt bin ich mal so weit gekommen. Dann klappt die nächste behinderte Scheiße schon wieder nicht. So, nächster Punkt. Bingo. Ich muss irgendwie anders abspringen und ich weiß jetzt auch wie. Ja, das war sehr dumm. Lachen, lachen, lachen. Gott, wieder Parts einfach durch sowas hier jetzt wieder in die Länge gezogen wird, ist der Horror. So, aber dafür habe ich also auch alles Wichtige von diesem Game erklärt. Mit Wayfleck, mit Wayfleck. Ja, was für Glück, dass ich mit Wayfleck weitermachen kann. Ja, geil. Das kann auch so in ewig hier weitergehen. Ah, Mann. So, das ist immer Entertainment hoch 10. Wer sagt so ist? So. Damn it. Oh Gott, du hast sie verdrängt auch. Nein! Also, so, mehr oder weniger, das war ein anderes Level, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber auch erst einfach sein sollte. Ne, 21 Sekunden, das ist das Fail, das ist nicht schön, nicht normal, nicht gut. Vor allem, wenn man sich die Abschlussrate anschauen. Na gut, die ist nur bei 14%, immerhin. Von 104 Leuten sind nur 15 ins Ziel gekommen. Das finde ich lustig. Das mag was heißen. Da sind die Stellen, wo die meisten natürlich verdecken. So, ja, das waren wie gesagt meine Level. Die Level-IDs habt ihr jeweils eingeblendet gesehen. Im nächsten Part geht es mit den 100 Mario-Herausforderungen los. Und danach werden wir uns euren Leveln widmen. Das heißt, ihr sendet mir bitte schon mal eure Level zu. Upsala. In den, ja, in das Formular, was in der Videobeschreibung steht. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen von dem Video, liebe Leute. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!